Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zum nächsten Tutorial und heute zeige ich dir, was du tun kannst, wenn dein USB-Stick, Flashplatte, whatever unter Windows 10 nicht erkannt wird. Wir können uns das Ganze mal angucken. Hier einmal dieser PC, sehen wir nur eine Festplatte, das ist die eingebaute interne Platte. Die zweite wird hier nicht angezeigt. Wann kommt das vor und warum? Manchmal kommt das vor, wenn du Festplatten oder zum Beispiel USB-Sticks gebraucht, zum Beispiel bei eBay kaufst und der Vorbesitzer versucht hat, die Daten zu löschen und dann doch ein bisschen zu viel gelöscht hat. Ja, was können wir tun? Als erstes schließen wir den Explorer und begeben uns in die Datenträgerverwaltung unter Windows 10. Ganz einfach Rechtsklick hier und dann auf die Datenträgerverwaltung unter Windows 7 und Windows 10 musst du dich dann nochmal durchnavigieren. Ich mache jetzt einfach mal hier, klick mit links auf die Datenträgerverwaltung, warten einen kurzen Moment, bis das Ganze hier alles eingelesen ist. Nach ungefähr einer Minute kommt auch hier schon das Fenster und zwar, Sie müssen einen Datenträger initialisieren. Richtig. Denn was ist passiert? Der Master Boot Record bzw. der Bootsektor der Platte wurde zerstört. Zum Beispiel, wenn man das Ganze ein bisschen unsachte formatiert, kommt schon mal vor. Wir wählen den hier einfach an, wenn er nicht angewählt ist, klicken auf MBR, Master Boot Record ist immer gut und einfach auf OK. Dann dauert das Ganze einen kleinen Moment, da wird der kurz formatiert. Und hier unten sehen wir jetzt unseren Datenträger 1 mit der 1 GB, das Ganze ist ein kleiner Datenträger, mit 1 GB nicht zugeordnet. Aktuell können wir im Explorer noch nicht drauf zugreifen, denn er ist nun nur initialisiert, aber nicht zugeordnet. Jetzt einfach Rechtsklick da drauf und neues einfaches Volume, dann einfach auf Weiter, hier die Größe eintragen bzw. ist schon eingetragen, einfach auf Weiter, dann einen Buchstaben zuweisen, ja eh kannst du machen, dann auf Weiter, dann kannst du dem hier noch eine Bezeichnung geben, ich nenne das Ganze einfach mal Platte, Dateisystem auswählen, NTFS ist immer gut. Und dann auf Weiter und auf Fertigstellen. Dauert einen kurzen Moment, je nach Größe der Platte. Jetzt wird das Ganze hier schon blau. Nach einem kurzen Moment des Wartens sehen wir hier oben auch nochmal einen Datenträger. Der ist noch aktuell RAW. Das Ganze dauert kurz. Hier unten steht auch Formatierung. Das Ganze kann jetzt, ja, je nach Größe des Datenträgers ein bisschen dauern. Nach jetzt ungefähr 2 Minuten sehen wir hier jetzt auch schon das Dateisystem, das ganze Ding ist fehlerfrei und hat die Bezeichnung, ist auch blau, es steht hier auch nochmal Platte E drin und jetzt können wir mal gucken, ob wir mit dem Explorer drauf zugreifen können und ja, können wir, Platte E ist da, können wir mit dem Doppelklick einfach drauf zugreifen. Soviel also dazu, wie du eine nicht erkannte Festplatte oder USB-Stick in dein Windows 10 einbinden kannst. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen geholfen. Wenn ja, lass einfach mal eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.